Ju unsere Hemd, o unsere Sprache, die hängst so reich zusammengefunden. Und wie zwei gute, alle Jacken, auf Dud und Lamm hübsch verbunden. Mit Barren und mit dichten Dellen, so huckelig-buckelig, wie es duckt. So rumpelt's o a unser Sprache, dass Dar und Jar kein Wort versteht. Mir quirlen, so sollen manchmal die Leute, jo die's am Nisser bringen. Und wenn's es wirklich will versuchen, so könnt's endlich den Bauch zerspringen. Wenn einer von der dichtschen Sorte a unser Sprache was da zahlt, so merkt es gleich, dass bei dann es Radl an der Gurgel fällt. So, liebes Brautpaar, wir wünschen euch ja zusammen viele schöne gemeinsame Jahre und dass ihr Schiene all zusammen wärt. Deswegen der nächste Sketch von unserem Schnurm, älter werden. Wenn du heute zum Doktor gehst, so tut er dich untersuchen. Da kriegst du ein Rezept mit und Dorer mit, gehst du in der Apotheke und holst deine Arznei. Wenn du die Arznei hast, da ist wieder ein Zettel dabei. Und da steht da noch drauf, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Wenn du deinen Zettel durchgelesen hast, dann traust du ja schon gar nicht mehr das Zeug einzunehmen. Denn die Nebenwirkungen, die können manchmal schrecklich sein. Meine Frau sollte zu mir vor ein paar Wochen Lustjogger mal untersuchen. An unserem Alter finde ich auch gleich, da stellst du manche Krankheit ein. Na, doch für mich, gehst einmal hier. Und schon kann sowas ja nie. Bei mir, da wo der Bildmann ohne nichts auszusetzen hat. Aber das war falsch geducht, wie er mich hat untersucht. Die Inseldele hat zernommen, da bin ich sterbenskrank und rausgekommen. Es hat sie, das wäre nicht ein Schwunge. Ich hätte Pfeifen auf der Lunge. Zuckerhaltig wäre der Urin und viel zu viel Cholesterin. Der Blutdruck, der wäre viel zu lopp. Und oder Stuhlgang wäre zu bopp. Ein Rückgrat hättest du Spondylose. Bedenken gäb's um Mittelblose. Die Gallengänge lägen blank und oder Blinddarm wäre zu lang. Viel Zeug fing da an aufzuschreiben, zu Einnahmen, Bähn und Einzureimen. Und ich, gewissenhaft und dumm, ich hab dann Blunder auch genommen. 3 Tage nach der dichten Kur, du sagst schon aus, wie es Elend pur. Die Zinn waren da, ich tat nicht mehr fehlen. Die Augen wurden drüben, ich dort schon schielen. Sogar die Bartlohnen fielen aus, ich traute mich schon nimmer raus. Und futtern Zeuge gegen Zucker, da wurden alle Zähne locker. Der Stuhlgang war wie Schotterstähne und angeschwollen waren meine Beine. Da hat mich Dr. Senf gebackt, da hab ich dann Blunder eingesackt und das Hitteloch geschaut. Und seit dann geht mir schwer gut. Action. Wir haben ja heute einen schönen Tag zusammen hier im Heurichen, aber manchmal bei uns an den Kneipen, wie das dazu geht, erfahrt ihr im nächsten Sketch der Kneipenrunde. Hier ist ja hinten was los. Die müssen doch alle nicht viel haben, der Heme. Da drüber musst du dich gerade aufregen. Deine Heme scheint ja die Kneipe zu sein. Wenn du nur jeden Tag da wärst, kannst du es gar nicht wissen. Und außerdem, der Heme sterben die meisten Leute. Seid mal willkommen, ihr zwei. Was darfst du denn bringen? Mir steht das hinter einem Eibchen Pilsner. Für mich das nämlich hier. Ja. Wenn ich mich hier so insah, für das kleine Mädling ist das schon was. Mhm. Oh jo. Lust euch schmacken. Danke. Du, hier mal her. Wenn ich dich eine Scheune voll ist, wie viele Nosen kriegst du denn da rein? Das kann ich da sein. So grob über den Daumen, 150 Nosen. Was läuft da über den Knorpel? Die Spitze war bis jetzt der letzte Geburtstag. Da haben die 250 Fassel leer gemacht. Männersämt. 250 Fässer! Das sind ja 12.500 Liter! 25.000 Gläser! Meine Fresse! Wenn da der Spruch stimmt, da ist ja was los gewesen auf dem Hüttel. Was meinst du denn schon wieder für einen Spruch? Na, kennst du das, ne? Eibschbiere, das sind Biere. Selbste zwei, siehste Biere. Nee, du bist halt Ditterhorn.
Weißt du nicht, wie gesund so eine Nierenspülung ist? Nun, lauf euch nicht schon wieder drauf ohne. Sollen wir das Bier vielleicht träger runter wollen? Bring euch mal ein paar Bitter dazu, für dich allen. Du, mit deinen Bittern. Denkst du, dass das auf die Dauer gesund ist? Ach, Rutschwege gibt's auch schrecklich viel für einen, der lange lernen will. So, eure Almbittern, die haben schon die Mönche auf dem Alm für den Allmächtigen gesoffen. Da wird ne viel Schaden anrichten. Der Alkohol wäre schönste Gift, wenn da auf eine Lava trifft. Da dabei wird, damit's reicht lange hält, Füllallee mit Alkohol abgefüllt. Mancher Darm und manche Schlange hält auch a Alkohol lange. Oh, an der Medizin, der's ohne Schnapse gar nicht gehen, hat bei dir als Kind irgendwas versetzt. Gab's von der Großmutter gar Hansbeeren, Knoblauch und Schnaps abgesetzt. Oh, Baldrian, Hingfung und Melissengeist einzuschenken, wär ohne Schnapse nicht zu denken. Siehst ja auch, fängt dir die Wampe an zu zittern, ist am besten, nimmst du an Bittern. Und so heißt's bei manchen allen, der Schnaps hat ihn der Hahn. Und übrigens gibt's für mich alle Süffliche als alle Doktoren. Ich werde mir länger drüber nachdenken. Ich werde mir Wetter eh einschenken. Och so meist, das muss euch auch noch sein. Ist arm Ock im Suffezart rein. Doch mit der Menge nahmt an Acht. Weil das Zeug hier schnell abhängig macht. Prost! Prost. Prost.